Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ich will irgendwie immer wieder Morrowind sagen, aber... So, wir wollen jetzt zu Avena Telas. Sie hat hier ein Rattenproblem, wurde mir gesagt. Und sie hat die aber als Haustiere. Avena, bist du da? Schönes Haus eigentlich. Nicht so krass dekoriert, aber Avena. Ach, die armen kleinen Ratten. Ah, ihr müsst von der Kämpfergilde sein. Ja. Gut, ich habe ein Problem. Es hat mit den Ratten in meinem Keller zu tun. Ja, Ratten? So ist es. Ratten in meinem Keller. Und irgendetwas tötet sie. Es ist schrecklich. Ja. Meine armen Babys, ihr müsst etwas unternehmen. Ich weiß nicht, was ich ohne sie tun würde. Ihre kleinen rosa Näschen, ihre schuppigen süßen Schwänze. Geht bitte in den Keller und findet heraus, was da los ist. Okay. Bitte rettet meine kleinen Ratten. Moment. Wo geht's zum Keller? Hier. Ich speichere vielleicht einmal, bevor ich da reingehe. Was ist hier? Verhungerter Berglöwe. Ich habe einen Berglöwen in Avena Telas Keller getötet. Sie müssen irgendwo durch ein Loch in der Wand hereingekommen sein. Ich sollte Avena davon erzählen. Hier... Warte. Hier gibt es irgendwo ein Loch. Oh. Und die scheinen nett zu sein. Okay. Fackel können wir wieder abrüsten. Avena? Nun, was habt ihr gefunden? Habt ihr euch um meine Babys gekümmert? Was war da unten los? Es war ein Berglöwe. Ein Berglöwe? In meinem Keller? Aber wie kann das sein? Das ist doch nicht möglich. Aber es ist tatsächlich so. Was ist, wenn es mehrere sind? Was ist, wenn er nicht alleine war? Wo einer ist, da sind bald mehr. Findet Pinarus Invencius. Er ist Jäger und kennt sich hier aus wie in seiner Westentasche. Er wird wissen, was zu tun ist. Ja, okay, ich suche ihn. Bitte findet Pinarus und diese Berglöwen. Okay, Pinarus. Wo ist er? Wahrscheinlich draußen, ne? Geh mal von aus, dass er draußen ist. So. Lehrling der Akrobatik kann an. Hallo. So, was Pinarus? Kann ich für euch tun? Bitte fahrt fort. Berglöwen. Berglöwen? Hier? Komisch. Wenn sie hier sind, werde ich sie finden. Folgt mir. Eine Jagd wird uns gut tun. Und vielleicht fühlt sich dieser alte Spinner dann ja besser. Gerüchte? Ratten? Leute der Kämpfergilde töten jetzt schon Ratten? Das ist ein Witz, oder? Nee, es wurden keine Ratten getötet, sondern Berglöwen. Auf geht's. Ich speichere noch einmal. Narus, wir können gerne schneller. Okay. Der macht sich ganz entspannt. Wenn sie hier draußen sind, dann in dieser Gegend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr als vier sind. Kümmern wir uns darum. Ich hoffe, du überlebst es.
Ich denke, das waren alle. Kann mir nicht vorstellen, dass da noch mehr sind. Ihr könnt Arvena mitteilen, dass die Sache erledigt ist. Gute Jagd. Okay. Verhungernder Berglöwe. Die tun mir aber auch ein bisschen leid. Die haben hier jemanden schon gegessen. Jetzt muss ich fragen, wer? Wen? Wen haben die hier gegessen? Pferdeflüstererstelle. Die wird sich freuen, Arvena. Und diesmal haben wir keine Verluste gehabt. Ach, die armen kleinen Ratten. Ihr müsst euch um diese Berglöwen kümmern. Die sind schon tot. Ihr glaubt, sie sind alle weg. Wirklich. Das stimmt nicht. Es ist gerade eine in meinem Keller. Schnappt sie euch. Wie jetzt? Warte mal. Nochmal kurz speichern. Wie, da ist jetzt noch eine. So, ich habe den zweiten Berglöwen in Arvena Taylors Keller getötet. Ich sollte Arvena davon berichten. Kommt nicht hinterher gut. Arvena? Den Göttern sei Dank, dass ihr das Ding getötet habt. Das ist doch lächerlich. Jemand will mir und meinen armen Babys etwas antun. Ich möchte wetten, es ist dieser Federweber von nebenan. Federweber? Sie ist es. Sie hat mich und meine kleinen Lieblinge noch nie leiden können. Ich weiß, dass sie es ist. Ich habe sie sogar nachts hinter meinem Haus herumschleichen sehen. Sie glaubt, sie wäre so clever. Sie und all die anderen Frauen, der werde ich zeigen. Ich will, dass ihr ein Auge auf sie habt. Findet heraus, was sie vorhat. Bitte rettet meine kleinen Ratten. So, welche Richtung? Die? Hier? Welche ist aktuell aktiv? Eine Rattenplage. Die ist draußen, okay. Eine Welle im Nahkampf kann einen heftigen Seitwärts. Guten Tag. Hä? Wo muss ich hin? Ich sollte auf Federweber Acht geben und schauen, was sie treibt. Hä? Was macht die in Koroll? Ich reise mal dahin. Warum ist die in Koroll? Einen wunderschönen guten Tag. Federweber. Was? Berglöwen. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ich bin mir nicht sicher, wessen ihr mich anklagt. Aber tut es nicht ohne Beweise. Dieser Rimalus Bruyant ist auf seine Hunde ganz versessen. Ein bisschen zu sehr, wenn ihr mich fragt. Geht nur.
Bewundern, prahlen, witzeln, nötigen. Start. Ach! Bemerkenswert. Meine Güte, was soll ich dazu sagen? Bleibt weg von mir! Okay, nochmal. Meine Güte, was soll ich dazu sagen? Bleibt weg von mir! Spart euch eure Worte! Bemerkenswert! So. Ich bin nicht... Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht! Versucht noch und? Einmal. Ach, gute Arbeit! Meine, ihr solltet euch was schämen. Spart euch eine tolle Bitte. Das ist widerlich. Oh, bemerkt bitte. Ihr seid abscheulich. Ich raff gerade nicht. Jetzt ist es aber gut. Das ist widerlich. Ihr macht mir keine Angst. Ich wünschte, ich könnte das auch sagen. Das ist ein schönes Kompliment. Bemerkenswert. Ihr macht mir keine Angst. Gar nicht witzig. Nicht mal ein bisschen. Ich raff gerade gar nicht. Wirklich? Das ist ein... Ihr sollt... Ach! Gar nicht... Ihr... Ich will... Jetzt ist es aber gut. Ihr seid ein Charmeur. Eine tolle... Das ist ein... Ihr macht mir keine Angst. Ich raffe gar nicht. Wirklich? Ach, jetzt ist es aber gar nicht witzig. Nicht mal ein bisschen. Oh nein, gar nicht. Oh, eine tolle Geschichte. Wirklich? Bitte. Ihr macht mir keine Angst. Nichts als leere Worte. Bitte bemerkt. Das ist widerlich. Spart gute Arme. Jetzt ist es aber gut. Ich raff es gar nicht, aber... Gute Arme. Bitte. Ihr seid abscheulich. Nichts als... Bemerkt meine... Das ist widerlich. Oh nein. Ihr seid... Ach, gute Arbeit. Oh nein. Bleibt weg. Oh, gute Arbeit. Meine... Ich wünsche... Oh, ihr solltet euch was schämen. Okay, warte mal. Ach, jetzt ist es... Bleibt weg von... Eine tolle Geschichte. Gute Arbeit. Nichts als... Das ist... Ihr solltet euch was schämen. Oh nein. Oh, bemerkt... Das ist widerlich. Eine... Das ist... Ihr macht mir keine Angst. Ich raff es gar nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Also... Oh, wirklich, mein, bleibt weg von mir. Nichts als, das ist wirklich, ihr seid abscheulich. Eine, oh nein, oh, gar nicht witzig, nicht mal, bitte, ihr, gute Arbeit. Oh nein, das ist zu viel der Ehre. Okay, warte. Bemerkenswert. Ihr macht mir keine Angst. Das ist widerlich. Warte, die hat... So. Das ist ein schönes Kompliment. Gute Arbeit. Oh, bitte. Bleibt weg von mir. Oh nein, das ist zu viel der Ehre. Eine tolle Geschichte. Nichts als leere Worte. Ihr solltet euch was schämen. Warte mal. Das ist ein schönes Kompliment. Wirklich interessant. Ach. Das ist widerlich. Ich versuche das zu verstehen. Eine tolle Geschichte. Meine Güte, was soll ich dazu sagen? Ihr macht mir kein...
Das ist widerlich. Gar nicht witzig. Nicht ohne. Bleib. Ach, ich wünschte, ich könnte. Wirklich? Ihr seid abscheu. Das ist. Spart euch eure. Ihr gute. Oh. Ihr macht mir keine Angst. Jetzt nicht. Ich bleibt weg von mir. Weg nichts. Eine. Das ist wie. Das nichts. Ich. Gar nicht witzig. Das. Ihr bemerkens. Ihr solltet euch was. Jetzt. Ich nicht. Das okay, ist. Ich schaff es nicht. Ihr solltet euch was schämen. Das. Ach, gute. Das ist. Und. Ach. Wird gar nicht witzig. Oh nein. 30, oh, 30, gute Arbeit. Bleibt weg 15. von mir. Weg nicht. Ich. Ihr solltet euch was. Ihr seid absch. Jetzt. Bleibt weg von mir. Gute. Bleibt. Ihr macht mir. Das ist. Bleibt weg von mir. Ich habe genug mit euch geredet. So, die geht aber irgendwo hin. Mal gucken, was da bei rauskommt. Die haben jetzt aber auch wirklich genau mit dir geredet. Aber. Dass ihr Nachbar Federweber verantwortlich sein könnte. Avena sah sie abends um das Haus herumschleichen. Ich sollte auf Federweber Acht geben und schauen, was sie treibt. Aber warum? Warum ist die hier? Warum ist die in Koroll? Ich dachte kurz, da liegt jemand. Das sind aber nur Steine. Die sind aber auch alle schneller als wir. Ja, vielleicht auch, weil die weniger tragen. Wir sind so schwer beladen. Wo geht's hier hin? Hört nur zu, der große Forst. Aber ernsthaft, wo will sie hin? Will die jetzt den ganzen Weg nach Anvil laufen? Ich habe ein böses Gefühl. So, vielleicht einmal. Wenn wir in ihrem Tempo bis nach Anvil laufen, wird das ewig dauern. Vielleicht sollte ich einmal vielleicht dahin mich teleportieren. So, Haupttor. Ah, sie ist schon da. Oder? Ist sie ist schon da. Okay. Guten Tag. Da ist es schon. Vielleicht muss ich wirklich bis nachts warten. 3 Uhr abends. Sagen wir mal. Wir warten bis 10 Uhr abends. Es hieß ja, wir sollten nachts gucken, was sie macht.
Ich sah, wie Federbär vor Avena Taylors Haus Fleisch hinlegte. Das muss die Berglöwen in die Stadt und in Avenas Keller gelockt haben. Sollte Federbär zur Rede stellen. Ja? Was kann ich für euch tun? Ja, ich habe euch bei Avenas Haus gesehen. Wie bitte? Ich bin mir sicher, dass ich keine Ahnung habe, wovon ihr redet. Ich würde mich niemals herumschleichen. Na, ich hab euch bei... Da bin ich überfragt. Ich dachte, wenn ich etwas verfaultes Fleisch liegen lasse, würden die widerlichen kleinen Biester herauskommen und dann könnten die Wachen sich um sie kümmern. Ja, Berglöwen. Berglöwen? In ihrem Keller? Ich wollte nur ihr Ungeziefer nach draußen locken. Ich wollte niemandem schaden außer den Ratten. Bitte sagt es ihr nicht. Und wenn ihr unser kleines Geheimnis für euch behalten könnt, werdet ihr es nicht bereuen. Ich kann euch einiges über Akrobatik beibringen. Überlegt es euch. Ja, das kann ich mir selber beibringen. Geht und belästigt jemand anderes. Vor allem, das kam mir auch ein bisschen komisch rüber. Das ist mein Bildbrief. So. Avena? Ach, die armen kleinen Ratten. Seid ihr ihr also gefolgt? Sie steckt dahinter, oder? Berichtet mir, was ihr herausgefunden habt. Federweber hat die Fäden gezogen. Sie hat nichts damit zu tun. Ah, doch, sie hat schon damit. Ich wusste es. Clever. Ich hole sie. Wartet. Da muss jemand sehr überzeugend gewesen sein, um sie zu einem Geständnis zu bringen. Vielleicht kann ich euch etwas mehr darüber beibringen, wie man mit Leuten redet. Und hier ist natürlich eure Bezahlung für den Auftrag. Hab Dank. Habt ihr irgendwelche Gerüchte? Hey, seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch nennt? Ja, die das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? Ja, ich bin die männliche Heldin, ja. Auf Wiedersehen. Ich bin es, ja. Ich bin die Heldin. Was, der Bettlerprinz? Läuft die mir jetzt hinterher? Oder wie jetzt? Ich danke euch für all eure Hilfe. Meine Ratten wissen es zu schätzen. Ja, okay. Auch ihr. Wo ist denn der Ausgang? Verzeiht, ich habe noch anderes. Ja, ich will gehen. Ich will raus. Und auch zur Gilde. Kann ich das Fleisch verkaufen? So. Niemand wird das wohl annehmen. Oh, Asan, da bist du. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. So, Auftrag. Auf der Suche nach Arbeit, was? Gut, ich habe einen Auftrag für euch. Ich möchte, dass ihr mit Norbert Lelles hier in Anvil redet. Norbert Lelles? Er betreibt Lelles Qualitätswaren hier in Anvil. Er hat zurzeit allerdings Probleme mit Einbrüchen und er hat uns damit beauftragt, diesem Spuk ein Ende zu setzen. Okay, habt ihr irgendwelche Gerüchte? Mark Gullit ist ein gefährlicher Mann. Er unterrichtet die Magier in der Schule der Zerstörung. Okay, Fortschritt? Ich bedauere, ihr seid noch nicht bereit für eine Beförderung. Erfüllt weiterhin eure Aufträge und Pflichten gut, dann sehen wir weiter. Okay. Ich kann euch viel zeigen. Stumpfe Waffen brauche ich nicht. Kümmert euch um Lelles, er braucht die Hilfe. Habt ihr von der Kämpfergilde gehört? Nicht wirklich. Habt ihr schon von Quatsch gehört? Man sagt, Daedra kamen aus Oblivion und brannten die ganze Stadt auf die Grundmauern nieder. Das kann nicht sein. Hurven ist weg. Gruß euch. Horowen von der Kämpfergilde. Ja, kann ich irgendwas? Norbert Lelles? Er betreibt Lelles Qualitätswaren. Ja, kenne ich schon. Grüß dich. Hey, seid ihr nicht die, die man die Heldin von... Wiedersehen. Die männliche Heldin von Quatsch. Wie ist das Wertebefinden? Was kann ich für euch tun?
Ich kann dir nichts verkaufen. Auf Wiedersehen. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, kann ich auch nichts verkaufen. Wiedersehen. So. Lelis. Suchen wir den mal. Obwohl, hier können wir wieder warten, bis es wieder hell ist. 11 Uhr. Machen wir so. Bis 8. Müsste dann gleich 8 sein, oder? Okay, wo geht die jetzt rüber? Wie geht's? Möget ihr immer Rückenwind haben. Alle reden vom Propheten. Seid. Ich müsste aber auch wieder mal nach Koroll gehen. Und dort mal nach Aufträgen fragen, wieder mal bei der Chefin. Lelis Quality. Willkommen. So, Norbert. Grüße. Willkommen bei Lelis Qualitätswaren. Wir führen ein umfangreiches Sortiment, das sicher auch euren Wünschen gerecht wird. Oh, und vielleicht habt ihr ja das Schild draußen gesehen. Kleiner Irrtum, wisst ihr? Pech gehabt. Also, was kann ich für euch tun? Ja, kann ich dir erst... Anvil? Anvil ist eine Hafenstadt. Deshalb seht ihr hier Gegenstände, die ihr in der Kaiserstadt nicht finden werdet. Die Kapitäne halten in meinem Auftrag Ausschau nach besonderen Gegenständen. Okay, Norbert Lelis. Ich bin Norbert Lelis. Wie kann ich euch behilflich sein? Sorry, musst du wieder niesen? So, ja, Einbrüche. In den letzten Monaten wurde mir schon einiges aus meinem Laden gestohlen. Ich ersetze es immer, aber sie stehlen es einfach wieder, trotz neuer Türschlösser. Sie kommen immer nachts, wenn ich schon im Bett bin. Vielleicht transportiert sie ja einen Magier in meinen Laden. Ihr könnt ja über Nacht im Laden bleiben. Viel Glück. Ach so. Nochmal Einbrüche. Wie gesagt, ich brauche euch, damit ihr diesen Einbrüchen in meinen Laden ein Ende bereitet. Es scheint immer nur nachts zu passieren. Lebt wohl. Okay, also ich darf hier nachts bleiben. So. Führt auch wieder nach draußen. Was haben wir hier? Ein fremdes Bett. Und hier... Noch ein fremdes Bett. Ah, hier darf ich bleiben. Okay, bis zur Nacht. Warten wir mal 9 Stunden, 18 Uhr, glaube ich. Was ist? Was machst du hier? So, ich würde vielleicht noch mal 2 Stunden warten. Oder, ne, 4 Stunden, würde ich sagen. Bis 10 Uhr abends. Ich sprach mit Norbert Lelis. Er sagte, in seinem Laden würde fast jede Nacht eingebrochen. Er möchte, dass jemand heute Abend im Laden bleibt und den Dieb in Flagranti fasst. Fürs Reden ist keine Zeit. Geht weg! Ihr sprecht mit mir und ich mag euch nicht. Lebt wohl!
Geht und belästigt jemand anderes. Dranach, fürs Lehrer. Reden ist keine Zeit. Geht weg. Ich mag euch nicht und mag auch nicht mit euch reden. Geht und belästigt jemand. Fürs Reden ist keine Zeit. Andy. Geht weg. Ich höre euch nicht zu. Das ist so, weil ich euch nicht mag. Haut einfach ab. Soll ich die kaputt hauen? Tut euer Schlimmstes. Yo. Okay, die hauen mich kaputt. Mehr könnt ihr also nicht. Das ist zu. So. Ich kann keine weiteren Tränke nehmen. Hey! Das ist uns zu enden. So, wo ist der? Hey! Zeigt mir, was ihr da habt. So, ich habe mich der Gaune angenommen, die in Norbert Lelles Laden eingebrochen sind. Ich sollte mit dem Laden selbst sprechen. So, was haben die hier für Eisens Claymore? So. Die dürfen kein Gold mehr besitzen. So, der hat einen Dolch. Was haben wir hier? Stahl-Langschwert. So. Lelis. Hallo. Wie lautet eure Geschichte? Ist das Lelis Haus? Haus in des Rundlichen? Hä? Ach, ist er schon an mir vorbei, oder wie? Wer ist an mir vorbei, glaubt? Möget ihr immer Rückenwind haben. Ach so, hier drin ist er. Was ist? Norbert. Konntet ihr mein Problem mit den Einbrüchen lösen? Ja. Ihr habt sie erwischt? Wunderbar. Aber ihre Namen klingen mir vertraut. Alle diese Männer haben hier gearbeitet. Erstaunlich. Ich ließ sie sogar morgens den Laden aufschließen, so sehr habe ich ihnen vertraut. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie zu Verbrechern gemacht haben soll. Traurig. Tja, hier ist eure Bezahlung. So, der glücklose Ladenbesitzer. 100 Gold. Seht euch vor. Möchtet ihr etwas von mir? Kann ich euch behilfen? So, wir gehen lieber raus. Natürlich reicht Magie wieder nicht aus. Obwohl, warte, wir können ja warten. So ist 12 Uhr, dann bis 8. So. Seid gegrüßt, Sohn von Skirim. Sohn von Skirim bin ich. Sohn von Skirim, Heldin von Quatsch. Genau, da wollte ich hin. Oder? Nee, wo wollte ich hin? Da hinten hin.
musste mich jetzt erstmal irgendwie orientieren. Wo war nochmal die Gilde? Da. Wie ist das Wertebefinden? Ich grüße euch. Ich will zu Azan. Seid mir gegrüßt. Was ist? Wie ist das Wertebefinden? Also, dich kenne ich schon. Azan? Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Fortschritt. Ihr habt euch eine Beförderung verdient. Aufgrund hervorragender Leistungen ernenne ich euch hiermit zum Gesellen der Kämpfergilde. Nice. Auftrag? Ihr werdet in Korol gebraucht. Meldet euch bei Vilena Danton. Sie hat mehrere Aufgaben für euch. Okay. Hast du aber noch irgendwelche Gerüchte? Alle reden vom Propheten. Seit dem Überfall auf die Kapelle sind die Leute geneigt, fast alles zu glauben. Okay, also nichts Neues. Lebt wohl. Ja, auf nach Korol. Hallo? Was habt ihr... Oh, hallo. Da ist der Ausgang. Da werde ich jetzt aber nicht schnell reisen. Wir wollen ein bisschen unterwegs sein. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Spiel läuft wieder. Keine Ahnung, es ist mir abgeschmiert. Ja, aber wir wollen zurück nach Korol. Aber zum Glück, es hatte da gespeichert gehabt. Ich weiß jetzt nicht, warum es abgeschmiert ist. So, vielleicht muss ich den Community Patch da reinpacken. Ich wusste jetzt nicht, dass der jetzt notwendig wäre oder so. So, ich hoffe nur beim Community Patch ist dann... Also hier, es ist noch immer so. Ich hoffe, wenn ich den dann reinmache, dass ich alles noch behalten kann hier. Der Hammer hält einiges aus. Der eine jetzt. Das finde ich schon mal gut, dass der einiges aushält. Wie sieht es hier mit den Fertigkeiten aus? Schwertkampf ist schon bald fertig. Locken müssen wir noch ein bisschen machen. Wehrrüstung haben wir auch schon bald auf 50. Nice. Haben wir sonst noch irgendwas schon bald auf 50? Ja, aber schwere Rüstung ist das nächste quasi. So. Moment mal, hier, das ist jetzt eigentlich das erste Elder Scrolls Spiel, glaube ich. Ne, in Morrowind war das so, dass ich irgendwas bräuchte, also Fahrmittel, um schnell zu reisen. Sonst alle anderen konnte ich von jeder Zeit überall hin schnell reisen, ne? So, kann ich mit der quatschen? Wie geht's? Tut mir leid, keine Zeit zum Reden. Ich muss diese Exemplare des Rappenkuriers ausliefern. Habt ihr von der Schwarzwaldrotte gehört? Lest alles über sie. Schwarzwaldrotte, was? Neue Kämpfergilde? Kämpfergilde bekommt harte Konkurrenz. Die Kämpfergilde ist in Tamriel eine Institution gewesen, solange man sich erinnern kann. Diese kühnen Männer und Frauen haben unzählige Jahre lang immer zur Verfügung gestanden, um die Arbeiten zu übernehmen, für die der Durchschnittsbürger schlicht nicht qualifiziert ist.
Ob es darum ging, einen Hausbesitzer eine Rattenplage vom Hals zu schaffen oder einen eigensinnigen Gelehrten zu retten. Die Kämpfergilde war immer zur Stelle für alle, die genug Geld besaßen, um ihre bescheidenen Gebühren zu bezahlen. Nun, jedoch scheint es, dass die Kämpfergilde nicht das einzige Pferd im Stall ist. Eine neue Gruppe hat in letzter Zeit für allerlei Aufsehen in Cyrodiil gesorgt. Sie nennt sich die Dunkelforstrotte und hat bekannt gegeben, dass jede Arbeit übernimmt, welche die Kämpfergilde anbietet und so manche, die sie ablehnt. Während die Kämpfergilde immer die strengsten Maßstäbe sowohl hinsichtlich der Qualität ihrer Mitglieder als auch der Legalität der von ihnen übernommenen Aufträge angelegt hat, stellt die Dunkelforstrotte keine solchen Ansprüche. Sie hat kein Überprüfungsverfahren für die Aufnahme neuer Mitglieder und scheint willens zu sein, jeden Auftrag zu akzeptieren, vorausgesetzt, der Preis wird bezahlt. Manche haben die Methoden der Dunkelforstrotte in Frage gestellt. Gerüchten zufolge sind sie verwegen und nicht wählerisch. Viele haben von unnötigen Personen und Sachschäden während der Erfüllung eines Auftrags beklagt. Niemand, mit dem wir sprachen, war jedoch bereit, für diesen Artikel eine offizielle Aussage zu machen. Was die Zukunft für diese Gruppe von Emporkömmlingen bringt, bleibt zu sehen. Ist dies die perfekte Lösung für eine sich rapide ändernde Welt? Werden ihre Methoden die Kämpfergilde dazu zwingen, ihre Geschäftspraktiken zu lockern? Wir werden sehen. Bis dahin, wenn ihr eine Arbeit zu erledigen habt und die Kämpfergilde abwinkt, wendet euch an die Dunkelpostrotte vor Ort. Okay. Konkurrenz. Da bin ich jetzt gespannt, was die angeht. Ob wir mit denen noch in eine Zusammenkunft finden, sage ich jetzt mal ganz freundlich gesagt. Die hören sich aber auch nicht gerade so... Ja, das, die hören sich eher so an, als wären die so eine Art Mischung aus Kriegergilde und Assassinengilde. So, da haben wir noch einen Fluffy. Was ist los? Bis jetzt noch nichts los. Gott, schau her, Berge. Stimmt, die hatten wir heute noch gefunden. Beziehungsweise für euch in der letzten oder vorletzten Folge war das. Für mich ist das immer noch derselbe Tag. Obwohl ich spiele jetzt hier den dritten Tag hintereinander Oblivion, weil ich gerade richtig Bock drauf habe. Vor allem, es sieht auch einfach so schön aus. Ein Timberwolf. Keine Ahnung, was der mit Gold will, aber der lebt noch, der schläft nur, der zuckt noch ein bisschen. Dem geht's gut. Aber Timberwolf kannte ich jetzt noch nicht. So. Nee, nicht nach Quatsch, ich will nach Skingrad, genau. Wenn wir nach Quatsch gehen, dann sind wir in der Ruine. Eine Melodie. Ich habe da jedes Mal so ein bisschen Gänsehaut, wenn diese sanften Töne da kommen.
jetzt ist das leider vorbei. Der hat aber kein Gold. Wer will mich hier angreifen? Stirb. Ah, hier. So, hast du Gold? Ne, du hast die Triche. Und Pfeile. Die können wir verkaufen. So, brauner Krug. Oh, warte, was haben wir hier? Nichts von Wert für uns. Da ist aber wieder jemand. Nehmt das. Übelst Ärger. Ist euch. Alter. Nee, ich nehme das nicht mit. So. Vielleicht nochmal kurz speichern. Nur um sicher zu gehen, dass wir bis hierhin gekommen sind und nicht, dass es wieder abschmiert. Bin ich wieder angegriffen? Nein. Vielleicht noch ein bisschen springen. Akrobatik wollen wir auch noch voll machen. So, wieso ist jetzt auch wieder voll? Wie sieht's aus eigentlich mit der Akrobatik? Athletik haben wir auch schon bald auf 27. Noch ein Timberwolf. Autsch. So, Knochen und Wolfsfell. So, und jetzt wieder voll. Hier ist keiner, der mich angreift. Rasabalala. Die Gesundheit ist wirklich voll. Ich wollte nochmal sicher gehen. Nochmal kurz speichern. Und da vorne ist gleich wieder ein Oblivion-Tor. Da renne ich aber dann vorbei. Ich will mit denen noch nichts zu tun haben. Ich will das irgendwie erst später machen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie oft die Dinger hier aufgehen, also ob die immer wieder aufgehen, außer große Türen, Tore, wie Kopfgrab da. Das war ein großes Tor, das sind eher kleine. So, der hat aber nichts. Ein Tor nach Oblivion.
Skingrad, da sind wir auch schon. Komm, wir gehen durch. Geht, glaube ich, viel schneller, wenn wir da einfach so durchgehen. Weil hier einfach so ein... Hier ist ja so ein Durchgang unten. Was eigentlich an sich eine gute Idee ist, so zur Verteidigung und so weiter. Brauchen die da nur die zwei Gänge da zu verbarrikadieren? Und können von überall hier drauf losballern. Ich liebe einfach die Musik hier. So. Müsste das jetzt der Weg sein, oder? Ne, das hier, geradeaus. Das hier, keine Ahnung, wo das dann hinführt. Müssen wir noch herausfinden. Daher oder setzt was? Versucht er. Der hier zieht dies sogar vor. Jetzt ist. Was mit dem? So, sein Dietrich gehört mir. Tauchen die einfach so random irgendwie irgendwo auf? Hier ist ja nämlich wieder eins. Und das hier ist auch nicht alles irgendwie übersetzt. Tauchen die immer wieder auf und verschwinden dann? Oder wie sieht das mit denen aus? Wenn wir besser gelevelt sind, würde ich sagen, machen wir das mal. Dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!